So, hallo zusammen. So, also, ab heute fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Südafrika, nach Kapstadt. Ich sitze jetzt gerade in Frankfurt am Flughafen. Und ja, habe eigentlich nicht mehr dabei als einen großen Koffer. Der muss für 6 Monate reichen. Aber da wir ja sowieso dort unser neues Leben aufbauen wollen, oder unseren Erstwohnsitz, Zweitwohnsitz, wie man es immer sehen möchte, werde ich mir da sowieso die Sachen neu kaufen müssen. Die meisten sind in Deutschland eh nicht zu gebrauchen oder andersrum. Deswegen, ja, ich freue mich einfach drauf. Das wird ist eine tolle Sache. Das ist eine tolle Chance, die ich da auch bekommen habe natürlich bei Leckercode. Und ich bin einfach guter Dinge und freue mich drauf, mich mit meinen neuen Freunden, mit meiner Wanni, mit meiner Frau in Südafrika, in Kapstadt einfach das Leben zu genießen. Wie gesagt, uns da ein zweites Standbein aufzubauen und einfach das Leben einfach zu feiern und glückliche Menschen zu sehen, glückliche Menschen um uns herum zu haben. Ja, und einfach auch mehr von der Welt zu sehen. Einfach nicht nur raus aus diesem Trott, sondern rein ins Schöne, in das Tolle, in das warme Afrika natürlich auch. Und ja, bin gespannt, was da so noch alles auf uns zukommt. Ich freue mich drauf. So, guck mal, wer da ist. Jetzt habe ich vorhin vor lauter Freude vergessen, am Flughafen zu filmen. Baby, ist es wieder hier zu sein? Schön warm noch, muss mich noch akklimatisieren, heute, aber ich freue mich mega drauf. Es wird eine tolle Zeit jetzt hier. So, der Mirko hat jetzt auch die Vorhangstange angebracht. Und das Bett haben wir heute reingeschleppt. Mein Kumpel Dennis ist in Südafrika zu Besuch und dann grillen wir heute zusammen, weil der fliegt schon wieder am Donnerstag. Und den Mirko huscht im Garten rum. Upsala. Ist ja jetzt fast runtergefallen. So, der Mirko kriegt jetzt mal die Haare geschnitten. Das hat er nämlich seit Februar nicht mehr. Und hier machen wir jetzt Passfotos für die Bank, weil der Mirko wird auch hier ein Konto eröffnen. Hier kriegt man zurzeit 5,5%. Konto eröffnen. So, eigentlich sollten ja die Tiere nächste Woche kommen. Das steht jetzt aber auch zum zweiten Mal in den Sternen, weil die Tierarztpraxis wieder einen Fehler gemacht hat. Es ist wirklich unglaublich, wie die Menschen inzwischen in Deutschland arbeiten. Keiner liest mehr, keiner arbeitet mehr sorgfältig. Es wird immer nur alles so schlampig gemacht. Und jetzt ist der Tierarztpraxis der fünfte Fehler passiert. Auch stelle ich immer wieder fest, dass es Ärzte gibt, studierte Menschen, die kein Englisch sprechen oder nicht ausreichendes Englisch sprechen. Ich schäme mich wirklich dafür, was aus Deutschland geworden ist. Es kann nicht sein, dass es in einem dritten Weltland besser läuft als in Deutschland. Wenn wir so weit sind, dann ist echt Gravierendes passiert. Natürlich kann ich aber auch was Gutes berichten. Also heute war generell ein guter Tag. Trotzdem, meine Mama hat jetzt ihren Pass erhalten mit ihrem 4-Jahres- Rentnervisum. Das kann dann immer wieder verlängert werden, aber auf jeden Fall kann sie jetzt für 4 Jahre bleiben, ohne ausreisen zu müssen, und das ist natürlich großartig. Ja, wenn die Tiere jetzt allerdings später fliegen müssen, dann können die Mama und die Oma auch nicht am 30. losfliegen, sondern müssen ihren Flug dann auch nochmal verschieben, weil sonst ist ja keiner zu Hause bei den Tieren. Aber alles wird gut. Es dauert dann halt ein bisschen länger. Also ich glaube, zu Pet Air und so Anikura muss ich dann auch noch mal ein Video machen. Eigentlich will der Mirko eine Harley, aber jetzt probiert er mal mein Motorrad aus und ich glaube, er ist schwer begeistert.
Ja, die ist die Honda NC. Die ist halt schon cool so mit Automatik. Meine Freundin Philippa ist jetzt ausgezogen und ab sofort vermiete ich die Wohnung in Tableview über Airbnb. Also vorzugsweise natürlich an Freunde und Bekannte, aber auch über Airbnb und Booking.com. Aber direkt bekommt ihr es natürlich günstiger. Hi. Hallo. Also das war jetzt das Bad und hier ist der Wohnraum mit der Küche. Das ist alles total modern. Und Schlafzimmer ist sozusagen in so einem Glaskasten, dass da mehr Licht reinkommt. Und so sieht es natürlich auch stylischer aus. Ganz viel neu gekauft und eingerichtet. Ich habe natürlich meine ganzen Möbel mitgenommen, die ich zuvor hatte, als ich noch in dieser Wohnung gewohnt habe. Und es ist sehr hell und freundlich. Hier sind wir jetzt in Nurtuk am Strand. Das ist ein riesengroßer Strand, kann man ewig spazieren gehen. Ja, und alles in Kapstadt ist immer etwas windig. Damit muss man rechnen. Und hier sind wir in Boulders Beach bei den Pinguinen. Heute sind gar nicht so viele da, aber generell geht die Population leider zurück. Trotzdem auch ein sehr, sehr, sehr schöner Strand. So, heute essen wir nordthailändisches Essen in Südafrika. Sehr gesund, mein Schatz, gell? Weiß ich noch nicht. Aha. Sieht auf jeden Fall so aus, ja. Mhm. Fressanfall. Und hier suchen die Jungs gemeinsam Motorradhandschuhe aus. Und natürlich auch gleich das Moped. Und er hat sich auch für die Honda NC Automatik entschieden. Das ist jetzt die 700er. Ich hatte gerade eine ganz tolle Reiki-Zeremonie hier bei Philippa im Shop, im Healing Space. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Die Anmeldung fürs Kennzeichen und so weiter übernimmt natürlich immer der Händler hier. Sehr angenehm. Hier ist übrigens die Fahrzeugpapiere, sind das hier in Südafrika. Das kann dann eingescannt werden, ganz modern. Und hier wurde das dann ausgeschnitten. Also man hat auch noch das Gegenstück dafür, das kann man dann ablegen und das alles einfach seiner Versicherung zusenden. Dann geht es schnell. Es ist der 24. Dezember und zum ersten Mal verbringe ich Weihnachten so, wie ich das immer schon wollte. Der Loco anscheinend auch. Der werkelt im Garten. Und hier wird ja eher am 25. gefeiert. Und deshalb haben wir gesagt, die Geschenke machen wir auch erst am 25. Und Kaffee. So, this is
900 Rand von Marco, 900 Rand von Sabrina, 900 Rand von Victor und Hilda und 900 Rand von Dennis and 1000 Rand von Mugu. Thank you so much for all of those who contributed. It really goes a long way to feed. We have 300 kids in our program, and to feed them on a daily basis, and the parents at times, and to teach them and to help them, it takes a lot. And this goes a long way to helping us doing what we have been, I believe, we've been called to do. So thank you so much. We have also something for you. Yeah, it's wow. 1,000 also from. Thank you so much. And we brought a lot of clothes for the children and something to play and sweets. Yeah, we also brought some sweets. What is it? Is 900 a magic number? Why was it always 900? 50 euros. Danke Steffi für deine Spende über 100 und die Person, die nicht genannt werden will, für die Spende über 200 Euro. Wow. Vielen Dank dafür. Und jetzt möchte ich dir noch zeigen, wo diese Kinder leben, denen wir gerade eine Weihnachtsüberraschung gemacht haben und die mal Essen bekommen vom Mountain View Dream Center. She lives in here. So they want the empty shop back, so we can think of something for her. Put something up. Ganz liebe Hilfe. That's my job. That's the job of photographer. Beginnt der Tafelberg von hinten. Also, was man mal sieht hier, was auf dem Boden ist. Where they find it, right?
mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die so großzügig gespendet haben. Ihr bewegt hier wirklich was und das Geld wird zu 100% für die Kinder verwendet. Für Nahrung, für deren Bildung und für die medizinische Versorgung. Ich wünsche allen noch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass ich vielleicht schon im nächsten Video berichten kann, ob das denn auch mit unseren Haustieren klappt, dass die bald hier sein können. Das wäre eigentlich mein größter Weihnachtswunsch gewesen, aber bleiben wir mal zuversichtlich. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr mir folgt, dass ihr meine Videos liked und unser Leben begleitet durch das Zuschauen. Und ich hoffe, ihr könnt euch auch nützliche Tipps ziehen. Bis bald. Ciao.